Im Film geht es darum, dass eine Schülerin gemobbt wird. Und das über längere Zeit von mehreren Schülern. Und so lange, bis sie nur mehr den Freitod als Aussicht sieht. Und die Schüler, die sie gemobbt haben, kommen dann nicht mehr zur Ruhe, fühlen sich einer nach dem anderen verfolgt. Und ja, dann nimmt die Geschichte ihren Lauf, ohne zu viel verraten zu wollen. Meine Lieblingsszene ist, wo ich im See ertrinke. Einfach, weil es wirklich lustig war, das zu filmen. Und auch, weil es wirklich cool ausschaut mit den ganzen Effekten von der Sonne im Wasser. Die coolste Szene, die wir gedreht haben, war der Tod von der CD, wie wir im Wald gelaufen sind, mitten in der Nacht, mit der Lisa Maria als Geist verkleidet und wie wir sie dann sozusagen aufgespießt haben. Das war echt cool zu drehen. Noch die Szene, wie wir hier gelangt sind, war für mich extrem cool, da wir eben eingebrochen sind. Und das war zum Drehen sehr lustig, auch wenn es sehr kalt war. Also was ich extrem cool fand am Film war, dass wir uns in diese Lage hineinversetzen konnten, mit dem durch den Wald rennen. Und ich hatte auch extrem Angst vor der Lisa Marie, wie sie mit diesen Augen vor uns stand. Und es waren einfach fast 2 Jahre von Beginn, wo es geheißen hat, Herr Professor, wir wollen unbedingt einen Horrorfilm drehen, bis das Drehbuch entstanden ist, bis wir angefangen haben zum Filmen, übers Schneiden und so weiter. Es sind einfach so viele gute Erinnerungen, die ich mir einfach nicht mehr wegdenken möchte. Und das war einfach total toll.